Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Um die Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Ja, ja, die gute alte Auditore-Villa im heutigen Jahr. Oder in der Zukunft. Oder 2012. 13? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht genau. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Okay, eine Silhouette von Ezio. Folgen wir mal mit Desmond Miles, dem eigentlichen Hauptcharakter. Komm mit. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja? So ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Ja, Sean, das machst du am besten, ja? Genau, das sollst du machen. Das ist deine Aufgabe. Mit Rebecca zusammen natürlich, ist klar. Versteht sich natürlich von selbst. Ach, warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten. Du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Endlich. Okay, dann laufen wir mal. Was war das? Ich kann nicht sehen. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Ja.
es klemmt. Ich passe durch. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Ja, ja, Ezio, der schafft das natürlich, einen anderen Weg sich zu suchen. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Klar, immer gerne. Immer gerne, dafür ist Ezio da. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ja, ja, ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt komplett weg, weißt du? Ezio! Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Doch, können wir. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Steht zu Diensten. Klar, steht zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitert. Im Ernst? Nein. Kleine Scherze mit Ezio, mit Desmond machen, ja. Nicht Herr Höflich, weißt du? Und los geht's. Bereit. Nicht sehr förderlich für die Kommunikation untereinander. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Natürlich. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Boah, Lucy, Alter. Da, ein Hebel. Ja, ihr wisst, hier geht was auf. Ja, das ist mir klar, Desmond. Wir müssen einfach hier durch. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Ja. Das ist Gerechtigkeit. Den hier habe ich. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Oh Mann, ist das kalt. Nicht jammern. Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Ach. Ach, ja, wo muss ich genau hoch? War ich doch richtig. Puh, ich stink. Du übertreibst. Ja, nein, tue ich nicht. Das ist alles, keine Übertreibung. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Ja, ja, ganz genau, meine Rede. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt eigentlich, ja. Sie mich eigentlich verarschen, Mann. Der Spaß ist eigentlich so, Rodrigo so zu töten, weißt du? Das ist geil, ja, weißt du, aber nee. Weißt du?
in der Kloake hier zu schwimmen ist nicht so der geilste Scheiß, weißt du? Bereit? Alles klar. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Danke. Charmant. Ja, das ist sehr charmant, echt. Kommst du nicht? Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Mich. Okay. Alles klar. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Bereit. Das ist natürlich gut. Gott sei Dank haben wir Lucy, das Leichtgewicht, das natürlich so klettern kann. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Danke. Spring rüber. Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Soldati, hier ist dein Eingang. Na, alles klar, okay. Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte hab ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Finde ich auch. Dankeschön, Desmond. Bitteschön, Lucy. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Danke. Ist ein Anfang. Du bist dran. Nee, da komme ich ja nicht hoch. Ich bin so. Entweder bin ich zu dumm dafür oder ich bin einfach zu dumm dafür. So, gehen wir da hoch. Ich hab's, glaube ich, geschafft. Oder ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist auch schon eine ganze Weile her, seit ich das gespielt habe. Also, ich kann auch nur noch aus Bruchstücken quasi ziehen, beziehungsweise mein Wissen beziehen. Deswegen, ich bin mir bei manchen Dingen, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig sicher. So viel kann ich sagen. Und ab geht's. So, Lucy. Wir machen den Weg frei. Raiffeisenbanken. Danke. Wir sind ein gutes Team. Ja, also, genau so kann man das auch sagen, ne? Okay. Komm, Desmond. Gehen wir.
Ich sehe den Altarraum. Ich auch, wenn es erst da ist. Es ist dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Und ich habe Angst vor Clowns. Also wer mich mal erschrecken will, der kann Clowns ruhig mitbringen. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Ja, machen wir das. Also man denkt manchmal schon, der geht ein bisschen behindert, aber... Ist halt Desmond, weißt du? Desmond. Okay, machen wir die Tür auf. Hier ist irgendwas. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Ja, ja. Okay, ich mach's ja schon. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ach. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Ja, ja. Und merkt euch dieses Dreieck. Das ist ein wichtiges Dreieck. Das könnte nochmal wichtig sein. Im späteren Verlauf. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Ja, folgen wir mal Sean. Ist ja ganz schön, ist ja ganz gut aufgebaut worden von hier, von Rebecca. Ist ja ganz gut gemacht. Gut, suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Na, okay. Wissen wir Bescheid. Dann laufen wir mal in die Stadt rein. Und suchen mal nach diesen Stromkästen. Hier ist zum Beispiel einer. Das ist sehr gut. Okay. Dann suchen wir mal weiter. Wir müssen doch noch welche sein. Rein theoretisch. Da ist ja noch einer. Perfekt.
So, jetzt fehlen noch... Drei müssten es sein, glaube ich. Ne, zwei fehlen noch. Okay. Dann nehmen wir direkt mal den hier. Und noch einen. Noch einen. Dann nehmen wir direkt den hier. Dann hätten wir es auch geschafft, alle Stromkästen abzuzapfen sozusagen. Perfekt. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an.